Dringlichkeit gelöst wird. Das Wort hat jetzt für die Fraktion unsere Kollegin Herr Stadler. Herr Präsident, Herr Premierminister, ich bin über Ihre Rede schlichtweg erschüttert. Wir haben eine Krise in Europa, Finanzkrise, Arbeitslosenkrise, wir haben eine Strukturkrise. Und was ist Ihre Antwort darauf? Drei Punkte. Einen integrierten Energiemarkt, darüber kann man noch reden, ob das die Krise lösen wird. Ich glaube es nicht, aber notwendig ist er. Aber dann schlagen Sie vor, eine konkrete Verteidigungspolitik. Wie wollen Sie mit einer Verteidigungspolitik diese Krise lösen? Dann schlagen Sie vor, eine Erweiterung. Wir haben die letzten Erweiterungen noch nicht verdaut und Sie schlagen schon die nächsten Erweiterungen vor. Wie wollen Sie damit die Krise lösen? Sie haben keinen einzigen Vorschlag gemacht, mit dem Sie diese Krise lösen wollen. Sie haben nur Utopien referiert, die darin bestehen, dass Sie eine Verteidigungspolitik wollen, die ich als Österreicher, als neutraler Österreicher ablehne, weil sie auch die Krise nicht löst. Und Sie sind nicht in der Lage, damit jungen Menschen in Spanien, in Portugal, in Griechenland und in Zypern Arbeitsplätze zu geben, indem Sie eine Verteidigungspolitik forcieren. Dieses Europa ist nicht eine Frage der Verteidigungspolitik, das ist ein Europa, die den Wettbewerb herstellen muss, wo wieder ökonomische Wahrheit hergestellt werden muss und nicht verrückte verteidigungspolitische Vorschläge in den Raum gestellt werden müssen. Vielen Dank. Das Wort hat jetzt für die EVP-Fraktion Herr Mitchell. Herr Präsident. Wenn wir wissen möchten, wohin wir gehen, müssen wir zunächst einmal daran uns erinnern, woher wir kommen. Und ein Problem für mich ist folgendes. Also ich kenne beispielsweise jemanden,